Howdy, you folks. Welcome to the Pleasure Gaming Kanal von Don Rico 44. Ich habe dich nicht gekannt, als du gelebt hast. Dein erstes Leben, meine ich. Du bist vor meiner Zeit auf einem Schlachtfeld gestorben. Doch etwas Besonderes hat uns zusammengeführt. Man nannte ihn den Reisenden. Und mit seiner Ankunft änderte er eure Welt für immer. Es war ein goldenes Zeitalter. Jahrhundertelang ging es der Menschheit prächtig. Doch auch dies musste enden. Ein uralter Feind folgte dem Reisenden durchs Universum. Die Menschheit stand vor ihrem Ende. Doch der Reisende traf eine Wahl. Sein Opfer zerstörte den Feind und schenkte den Geistern Leben. Ich bin ein Geist. Wichtiger noch, ich bin dein Geist. Und du bist einer der Auserwählten des Reisenden. Du bist ein Hüter. Dies ist dein Schicksal. Übrig sind nur Stille und Schatten. Und das Wissen, dass du hättest mehr tun sollen. Hätten wir Gaul besiegen können, wenn der Reisende nicht erwacht wäre? Und was ist mit der nächsten Gefahr? Oder der danach? Was dann? Der Reisende ist erwacht und ein legendäres Zeitalter angebrochen. Im Schatten des Lichts ist unser Universum ein wunderbar schrecklicher Ort. Wo ich einst Wunder sah, sehe ich nun Monster. Einer muss. Wir müssen. Das macht einen Hüter aus. Epic Intro. Hüter sollen nicht ihre Vergangenheit erforschen. Das ist die Regel. Ich hab's nicht so mit Regeln. Nicht, wenn so viel auf dem Spiel steht. Dank der Clovis-Bray-Technologie in dem Gebäude konnten wir im goldenen Zeitalter das System kolonisieren. Sie wollten Frieden für die gesamte Menschheit. Welch Ironie, denn sie bauten auch Rasputin. Die absolut mächtigste Waffe im Solarsystem. Jedenfalls ist das alles seit dem Untergang auf Mars begraben. Mit etwas, das noch viel schrecklicher ist. Juhu! Einfach Destiny wieder mit Killer-Grafik.